Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die aktuelle My Little Box hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Im August erwartet uns wieder unsere generell monatliche Abo-Box, nachdem wir jetzt ja Juni und Juli zusammengefasst in einer Box hatten. Und das Ganze erscheint dieses Mal gar nicht so richtig in einer Box, sondern in einem Tuch eingewickelt und da sind ganz viele Smileys drauf und wir haben dann auch so ein schönes Muster da drauf. Es ist wirklich sehr, sehr fancy und ihr bekommt die Box tatsächlich für 18,90 Euro pro Box und pro Monat. Könnt auch gerne in der Infobox vorbeischauen, da habe ich euch das soweit verlinkt. Ich meine, dass ich jetzt auch diesen Monat wieder einen 5-Euro-Code bekommen würde, dass ihr dann quasi die erste Box für 13,90 Euro bekommt. Ich habe den aktuell noch nicht, deswegen setze ich euch das mal in die Infobox, schaut da super gerne einfach mal rein, denn dort stehen auch die Teilnahme Bedingungen für die Verlosung, denn eine von euch kann eine Box gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, wie gesagt, unten in der Infobox. Eine Geschichte erwartet uns monatlich, die dann begleitet wird mit 2 Trendaccessoires und 3 Beauty-Produkten. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was jetzt im August auf uns warten möchte. Wir hatten auch in dem Umkarton, in dem Paket noch einen Flyer mit drin. Ice Ice Baby MAC X My Little Box. Das ist natürlich richtig, richtig cool. Also wir scheinen hier wirklich eine Special Edition zu haben. Ready to Dance, wir auch. Entdecke unsere liebevoll kuratierte Festival Limited Edition und sei diesen Sommer der Star jedes Publikums. Handverlesene Festival Heroes von MAC lassen deine Augen im Rampenlicht strahlen. Lass dich fallen und enjoy the feeling. Ob funky Sonnenbrille, trendy Bandana oder glänzende Accessoires, we've got you covered. Ich bin sehr gespannt. Hier steht auch ein bisschen was drin, das schauen wir uns mal an. Get the party started and complete your look. Deine Party-Essentials für unvergessliche Festival-Nights. Da sind 4 verschiedene Sachen aufgeführt. Deine stylische Sonnenbrille schützt vor der Sonne und versteckt Augenringe nach durchtanzten Nächten. Zweitens, 3 Tage wach und die nächste Haarwäsche in weiter Entfernung. Wir haben an alles gedacht. Einfach Bandana oder Bandana umbinden und wieder aufs Tanzen konzentrieren. Drittens, Festival-Looks sind vielfältig, genau wie deine neuen Ohrringe. Sie passen wirklich zu allem. Viertens, bring your attitude. Du bist der Star deines Sommers. Sei du selbst und genieß die Freiheit. Mit diesem Set heißt es All Eyes on You. Zurück in die 2000er oder als elegantes Haarband. So stylst du deinen Bandana. Okay, das ist tatsächlich auch hier so eine Anleitung mit dabei. Okay, ich denke, dass ich sowas tatsächlich eher so als Haarband verwenden werde und weniger als klassisches Bandana. Your perfect festival line-up, die Bühne bereit, die Band in den Startlöchern, doch nichts strahlt so wie du. Mit diesem Trio von MAC Cosmetics bringst du deinen Festival-Look aufs nächste Level. Wow! Wir haben tatsächlich 3 Produkte von MAC hier mit drin. Das finde ich ziemlich cool. Hier ist auch noch ein 10-Euro-Rabatt auf den nächsten Einkauf bei MAC Cosmetics. Da habe ich just mir gerade bestellt. Ich weiß gar nicht, ob das Video schon online ist, weil da habe ich diese MAC Mystery Boxen bestellt. Ich glaube, das kommt nächste Woche erst online. Schaut da auf jeden Fall super auch gerne mal bei MAC Cosmetics auf der Homepage vorbei. Sehr, sehr interessante Boxen. Meine Meinung dazu ist jetzt noch nicht so überragend gewesen. Aber na, wir schauen jetzt hier in diese Box rein und irgendwer hat sich wirklich hingesetzt und alle My Little Boxen zugeknotet. Also, ich ziehe meinen Hut davor. Also, das ist 2 Doppelknoten pro Box, ne? Da tun die Finger irgendwann weh. Da drin befindet sich hier so ein kleines Ding und hier haben wir dann das Bandana. Und das sieht wirklich schön aus, ne? Also es ist schwarz und gelb und weiß. Und das Gelbe sind tatsächlich dann auch die Smileys. Hier sehen wir dann die Smileys. Ich finde das wirklich cool. Komm, wir machen jetzt mal eine richtig fancy Frise damit. Ich mache nur meine Ringe etwas ab, weil sonst verheddern sich meine Haare da drin. In meinen Ringen. Das heißt, ja moin, ich stehe mal auf. Machen wir erstmal einen Obenbommel. Zack. Und dann haben wir einen Obenbommel, weil ich finde, damit sieht das mit dem Bandana dann wahrscheinlich auch etwas fancier aus. Kann man das hier rum machen. Dann knoten wir das hier oben so. Für ein Schleifchen ist es zu kurz. Ich weiß nicht, müssen die Ohren da drüber dann? Ich glaube schon, ne? Dann
habe ich meine fancy Frise. Das kann man natürlich auch so ein bisschen seitlich machen, wenn man möchte. Ja. Ich finde, sowas steht mir. So ein bisschen Witwe Bolte-Style. Ein bisschen, ne? Also ich mag das tatsächlich, dieses Hausfrauenbild, Stylebild, diese starken Frauen aus den, ich weiß nicht, 70ern, 60ern, 60er war das, ne? Finde ich ganz cool. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich ganz gut, wenn man mal so ein Bad Hair Day hat oder wenn man vielleicht tatsächlich, wie das ja auch da drin steht, mal die Haarwäsche vergessen hat, ganz fein sein wird. Das Problem, was ich immer habe, es liegt halt an meiner Kopfform, ne? Es zieht sich halt immer dann nach hinten. Also es hält bei mir nie so richtig. Dann müsste ich das mal mit Bobbypins oder so feststecken. Und das hier nervt mich gerade so ein bisschen. Genau, das soll nach oben stehen, aber jetzt nicht so ins Gesicht. Süß, oder? Ich finde es irgendwie cute. Okay, so, dann schauen wir mal weiter. All Eyes on Me habe ich jetzt hier direkt, das springt mich direkt an. Shiny Ohrringe, voilà, die perfekte Ergänzung für dein Festival-Outfit. Ein Mini-Feuerwerk an deinen Ohren, das deinen Look funkeln lässt und nonchalant jeden Sonnenstrahl einfängt. Shine bright, während du dich in den Klängen der Musik verlierst. Und das Beste daran, sie bestehen aus einer recycelten Zinklegierung. Chin chin. Ja, ich glaube, das sind die Ohrringe, die eigentlich in der Sommerbox hätten drin sein sollen, aber da wurde ja dann ein Alternativprodukt reingepackt, ne? Und hier sind dann auch die Ohrringe. Oh, die sehen schick aus. Mag ich echt gerne leiten. Lesaneux Key Pay Leur Tournee. Ringe, die eine Runde spendieren. Das ist natürlich süß. Die mag ich gerne leiden. Ne? Das sind schöne goldfarbene Ohrringe. Jetzt gerade habe ich rosé-goldenen Schmuck drin, deswegen lasse ich die jetzt einfach mal ab. Aber schöne Ohrringe. Das sind halt so Stecker. Ist ganz praktisch, ne? Und so in so einer schönen Schatulle kann man das auf jeden Fall ganz gut verwenden. Dann kommen wir mal zu dem nächsten Säckchen. Und das ist einmal hier ein sehr stabiles Säckchen sogar. Da schaue ich doch mal. Oh ja, da sind unsere drei Beauty-Produkte drin. Und die sind dann halt auch von MAC dieses Mal. Das ist schon cool. Und diese Tasche kannst du natürlich auch super weiterverwenden. Die ist von innen beschichtet. Das heißt, du kannst sie wirklich gut als Reisetäschchen nehmen. Wenn da was ausläuft oder so, dann wird es nicht aus dem Säckchen austreten. Das ist jetzt sehr, sehr witzig. Das war auch tatsächlich in meiner Surprise-Box drin. Extra Dimension Blush. Habe ich hier in der Farbe Fairly Precious. Das ist natürlich witzig. Ist das wirklich exakt die Farbe gewesen? Das muss ich gleich mal eben kurz herausfinden. Habe ich den hier? Das war eine andere Farbe und ich hatte mich dagegen entschieden, das zu behalten. Das hier scheint dann aber auch eine Farbe zu sein, die mir passen könnte. Deswegen möchte ich die jetzt auch ganz gerne einfach mal auftragen und nehme das dafür raus. Also ein Matte Blush hier einfach mal drin, ne? Der ist schon schimmernd. Das muss man mögen. Das ist nicht jedermanns Geschmack. Und der hat eine schöne Farbe, komm. Also das mag ich sehr gerne leiden. Das ist wirklich schön. Sehr glowy. Wirklich sehr glowy. Ich trage den jetzt einfach mal auf. Ich habe heute einen relativ natürlichen Look drauf. Der wird wahrscheinlich am Sonntag online kommen. Da müssen wir mal schauen. Und dann trage ich, holla die Waldfee, mir den hier einfach mal auf. Also der gibt halt nicht so die super Farbe ab, ne? Also keine intensive Farbe. Nee, das geht aber auch vom Schimmer her tatsächlich klar. Ich habe jetzt hier übrigens den Pinsel von Maxim in Kooperation oder in Zusammenarbeit mit Letizia Lehmark bekommt ihr auf seiner Homepage. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr mögt. Habe ich euch auch mal in der Infobox verlinkt. Support ist immer wichtig, finde ich. Und jetzt habe ich den Blush aufgetragen. Der ist super schön. Sehr, sehr subtil. Aber voll alltagstauglich schön. Mag ich gerne leiden. Also das ist ein toller Blush. Dann habe ich hier als nächstes ein Produkt, was aber definitiv weiter wandern wird. Und zwar, es ist ein Monolidschatten. Ich packe ja auch immer Monolidschatten-Adventskalender am Ende des Jahres und verlose den, ne? In der Farbe Havana. Wunderschöner Ton. Also den kann ich mir auch richtig gut vorstellen, auf dem Auge so zu tragen, weil der extrem schön aussieht, ist sehr schimmernd. Und ich mag einfach bei MAC Lidschatten dieses Pressing da drin. Dieses sieht für mich so ein bisschen aus wie von dem Einhorn die Mähne, ne? Oder man kann auch sagen, es sieht ein bisschen aus wie eine Wasserwelle vor allem. Genau, richtig schön. Und das ist ein schönes dunkles Braun. Ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche Farben gegeben hätte. Das ist wunderschön. Also wenn die Lidschattenpaletten diese Qualität von diesen Mono-Lidschatten von MAC hätten, ne, dann hätte ich definitiv schon ein paar mehr davon. Nun, it is what it is. Genau, wie gesagt, Mono-Lidschatten-Adventskalender. Und dann habe ich hier Waterproof-Mascara. Das ist die MAC Stack-Mascara. Leute, die hat es wirklich drauf. In der Waterproof-Variante kenne ich die noch gar nicht. Ich habe die jetzt aktuell offen in der regulären Variante.
ich die jetzt einfach mal drüber. Ich habe jetzt auch heute, wie gesagt, alles sehr dezent, deswegen kann ich drauflegen. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, die normale Variante offen. Da muss ich jetzt die Waterproof-Variante nicht noch aufmachen. Ich bin nämlich eigentlich kein Waterproof-Fan. Und hier habe ich nämlich einfach die reguläre Variante. Das Bürstchen ist dann ja auch dementsprechend identisch, ne? Das ist halt richtig intensiv. Und das ist so eine teure Mascara, also wahnsinnig cool, diese diese Box, kann ich wirklich nicht anders sagen. Es ist so ein Gummibürstchen, was halt so richtig Spikes hat, würde ich das fast schon nennen. Das ist richtig geil und ich nehme jetzt einfach mal ein Spiegelchen und trage die jetzt mal nochmal on top in einer Schicht über dem auf, was ich jetzt drauf habe. Das ist eigentlich eine braune Mascara von Too Faced, die Better Than Sex, ne? Die war halt einfach sehr, sehr natürlich, denn das war auch die Intention hinter diesem Look. Aber so könnt ihr jetzt einfach auch mal sehen, wie das ist, wenn man die wirklich nur mal in einer Schicht so drüber gibt. Einfach an dem Ansatz ansetzen, ein bisschen drehen und hochziehen. Also ich habe euch da sogar mal hier so ein Short auch zugedreht, wie ich so meine Wimpern tusche. Und das, guck mal, das macht richtig was aus. Holla die Waldfee. Okay, andere Seite auch, damit wir es auch tatsächlich parallel haben und alles einheitlich ist. Die lässt sich auch ganz gut darüber schichten, weil die Better Than Sex Chocolate Mascara auch sehr dezent war. Ich habe die in 3 Schichten aufgetragen, ne? Aber die hat die Wimpern null verklebt und hat einfach nur Länge und Schwung gegeben. Ein ganz kleines bisschen auch, habt ihr ja gesehen, die Wimpern eingefärbt. Auch eine ganz schöne Mascara. Aber diese hier, und das ist wirklich empfehlenswert, lässt sich auch drüber schichten, ohne dass sie die Wimpern dann zu sehr verklebt. Also man darf halt nicht vergessen, wie viele Schichten Mascara ich jetzt quasi schon drauf habe. Und wenn man die Möglichkeit hat, eine Box zu abonnieren, beziehungsweise diese Mascara, diesen Blush und auch den Monolidschatten in dieser Box zu bekommen, das ist einfach mega. Da sparst du auf jeden Fall ordentlich, ne? Wie gesagt, die Waterproof-Variante ist nicht ganz so meine Welt. Ich trage halt einfach nicht gerne Waterproof, weil das einfach schwer abzuschminken ist. Es ist eine schöne Sache, wenn es jetzt, wie jetzt hier zum Beispiel bei uns, so derbe am Gießen ist, dann hat man das auch ganz gerne, wenn die Mascara an Ort und Stelle bleibt, also wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, ne? Aber ja, mag ich auf jeden Fall. Ist sehr, sehr geil, dass das in der Box drin ist. Mega krass. So, und dann habe ich jetzt noch ein Accessoire hier mit drin. Ach, haben wir dann 3 Accessoires sogar, ne? Wir haben das, wir haben die Ohrringe und wir haben das, wobei die Ohrringe waren ja quasi eine Nachlieferung. Eddie and Watson. Ich glaube sogar, das war das Unspoiler-Produkt vom letzten Mal. Oder Eddie and Watson. Ich brauche eigentlich eine Sonnenbrille mit Stärke, aber wenn ich zum Beispiel bei meinem Freund im Auto sitze und er fährt, brauche ich ja keine separate keine Brille mit Stärke. Das heißt, sowas kommt dann bei ihm ins Auto mit rein. Also allein schon mal diese, ich weiß nicht, was sowas kostet. Das scheint hochwertig zu sein, ne? Weil dieses Täschchen ist ja allein schon mal echt der Knaller. Dann haben wir hier auch noch dazu so ein Brillenputztuch. Kann ich immer gut gebrauchen, weil ich, wie gesagt, auch Brillenträgerin bin. Und die ist blau. Oder Petrol vielmehr. Das ist geil. Das ist richtig geil. Mal gucken, ob das meine Form ist. Mir wird ja immer gesagt, ich trage meine Brille falsch. Naja, meine Nase oder mein Knochen hier ist einfach relativ breit. Und dann trage ich die halt so, dass die Brille über meine Augenbrauen geht. Das mag dem einen oder anderen nicht passen. Ich finde es aber trotzdem in Ordnung. Alter Schwede. Alter Schwede, sieht das geil aus. Also tatsächlich die Brille auch in Kombination mit diesem Haarband. Ich fühl's. Also wirklich. Ihr seht's, ne? Ich sehe gerade so etepetete aus. Finde ich gerade mega aufregend. Ich finde diese Brillenform auch echt fancy, weil das ist halt hier so nach oben hin. Das ist so ein bisschen eine Brille, die einen arrogant aussehen lässt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und so verspielt. Die fühlt sich jetzt tatsächlich sehr, sehr leicht an. Das Gestell ist auch wirklich aus Plastik, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie super krass unterwegs, aber irgendwie hat diese Sonnenbrille was. Also ich möchte sie wirklich gerne tragen. Und es hat auch so einen leichten Blauschleier, wenn ich jetzt diese Sonnenbrille trage und da durchgucke. Ich finde die total geil. Und ich finde auch dieses Etui super, ne? Das ist echt schön gemacht.
Ja, ich werde noch ein bisschen recherchieren, dann werdet ihr nämlich den Preis auch schon eingeblendet sehen. Ihr Lieben, das war jetzt einmal die My Little Box aus dem Monat August und ich muss wirklich sagen, die ist krass. Ihr solltet, wenn ihr Bock auf die Max Deck Mascara habt, definitiv zuschlagen, weil dann ist, glaube ich, alles andere mit dabei, weil die kostet ja auch irgendwie schon 20, 22 Euro, ne? 25 Euro, die kostet ganz schön viel. Und ja, dazu dann halt noch all die anderen Produkte. Ich finde den Blush schön. Ich fände theoretisch, wenn ich ihn verwenden würde, den Monolidschatten schön. Die Ohrringe mag ich gerne leiden. Ich finde dieses Bandana auch tatsächlich cool. Ist nur die Frage, wie häufig ich das dann tragen werde, weil ihr seht es jetzt ja auch schon. Es rutscht, ne? Meine Kopfform ist halt einfach irgendwie anders. Ich finde die Sonnenbrille schön und es ist einfach wieder eine gelungene Box. Wir haben 10 Euro Gutschein von MAC dabei. Also ich finde diese Box wirklich schön, wirklich gelungen. Und wenn ihr die neu abonniert, wie gesagt, habt ihr dann ja auch nochmal die 5 Euro Rabatt. Alles in der Infobox verlinkt. Ihr Lieben, schreibt mir aber gerne mal eure Meinung zu der Box in die Kommentare. Für mich ist es mega. Aber gerne auch, wie gesagt, eure Meinung dazu. Ist natürlich blöd, wenn man kein MAC mag, ne? Aber ich bin hyped. Ich finde die Box toll. Ihr Lieben, das war's hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!